Hallo und herzlich willkommen zur Raft-Tour oder Room-Tour, je nachdem. Wir haben das Projekt ja beendet in der letzten Folge und da habe ich noch erwähnt, am ganz am Ende, dass wir eine Room-Tour nochmal machen und mal alles zeigen, was wir jetzt auf dem Raft gebaut haben insgesamt. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Ich werde ja auch nicht der Hier Einzige sein, der vorne hier vorne will. auf dem hier am Eingangsbereich. Genau, also hier erstmal auf dem grundlegenden Bereich. Hier war ja auch ungefähr die ersten vier Fundamente hier. Die waren noch irgendwo hier in dem Bereich. Wahrscheinlich etwas weiter hier, so ungefähr. Hier der Bereich ist aktuell noch frei. Mal gucken, ob man da noch irgendwas hin tut. Wenn ihr Ideen habt, gerne in die Ansonsten Kommentare schreiben einfach übrigens. Freifläche geht ja Ja. auch. Dann haben wir hier unsere beiden Windturbinen zum Batterienladen. In der letzten Folge war es, glaube ich, noch nur einer, aber den zweiten hatten wir jetzt noch zwischenzeitlich gebaut, Genau. weil die Batterien zu langsam geladen haben. Das heißt zu langsam geladen, es waren einfach zu viele. Und es ist halt Ja. ganz schön, wenn man extra Reservebatterien hat. Genau, dann haben wir hier unsere Treibstoffraffinerie. Da kann man alles reintun, was an Köpfe hat und so. Genau, sämtliches Essen, einfach alles da reinpumpen. Dann wird hier raus aus Honig Kraftstoff gemacht. Dieser geht dann in den Tank und hier in die Motoren. Das Ganze ist hier Und als hinten über Rohrsystem die verlegt. Schlauchleitung auf die andere Seite zu den anderen Motoren Rohrleitung, rüber. genau. Dann geht hier eine Rohrleitung lang. Und hier unten sind ja auch die Netze, wie gehabt. Und sind hier in den anderen drei Motoren. Das sind dann teilweise so sechs Motoren, das ist ganz gut. Da kann man noch ein bisschen erweitern. Dann haben wir hier Theoretisch, unser ja. Dodo-Gehege. Und das Plus ganze Wasserzeug. Wasservernetzung, genau. Da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal weiter zu den Tieren hier. Das ist die Scheune, würde ich mal sagen. Heißt es Ja. Scheune? Ja, kann man so sagen. Scheune passt. Und genau. Hier sind die Ziegen. Die Ziegen. Hier ist auch das Wasser. Ja, hier ist auch der Staubsauger, der das Wasser pumpt. Der ist auch hier unten. Tatsächlich ist der Staubsauger so der größte Energieverbraucher. Selbst die Schmelzöfen verbrauchen nicht so viel Energie. Genau, hier oben sind dann die Lamas. Hier ist ein Zaun nicht angemalt. Oh nein. Schlimm. Wer das wohl war. Ist auch egal. Dann kommen wir hier zum Hauptraum, würde ich sagen. Ja, genau. Ansonsten ist hier halt draußen noch die Terrasse, ein bisschen Deko, ein bisschen Tic-Tac-Toe spielen. Stühle. Nee, Tic-Tac-Toe, ja. Ein Kleiderschrank, Ja, der die random im Kleiderschrank. Freien hier steht. Ja, hier kann man das Outfit wechseln. Anna spielt gerade Tic-Tac-Toe gegen sich selber. Ja, und das haben alle verloren. Ich muss sagen, ich hätte es fast nicht gesehen. Es gibt nur drei Steine pro Ja. Dings tatsächlich. Genau, und hier haben Und wir selbst dahin der ist dann. Recycler und das Gewächshaus. Das Gewächshaus ist voll mit Bienen. Also wir haben mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bienenhäuser. Ach, das passt ja auch noch hin. Und wer sich fragt, wozu so viele Bienen? Ja, es gibt nicht, ist die Achievement für 10 Bienenhäuser. Hier in der Ecke steht eine. Ihr wisst ja, alles für die Achievement. Jo. Mir fehlen tatsächlich nur noch 20, glaube ich. Von Ja, wenn man 100 oder sieht, so. 20, wovon 4 versteckt sind. Ja. Na, Hier ist noch vorne. eine Vogelscheuche, das ist der Begriff dafür. Keine Ahnung, wer die da hingestellt hat, aber ich habe die noch nie gesehen. Die haben wir ganz am Anfang mit hingestellt. Ich habe sie nie aufgefallen. Dann hier unten haben wir Wassermelonen, oben haben wir Ananas. Ananas. Genau. Ananas. Hier bei den Blümchen. Bienen haben wir die Blümchen. Kartoffeln, Ganz Erdbeeren, unten haben wir Rüben. Kartoffeln, Erdbeeren und Rüben und in der Mitte haben wir den Palmen. Hier ist auch noch was nicht Ja. angemalt. Banal. Lüm. Hat jemand die Waffe vergessen? Genau, dann haben wir Einfach hier unsere vergessen. Kochecke. Die hat sich auch noch mal seit der letzten Folge noch mal ein bisschen geändert. Also, wir haben jetzt hier die zwei Kühlschränke, zwei große. Haben noch eine Reihe mehr als die normalen Kisten. Und da haben wir auch unsere Vorräte etwas verringert, dass das hier auch alles reinpasst. Wir haben Genau, das unsere ist. Einkaufsliste. Und jetzt soll die Kiste in der Ecke mal gucken, was ich damit noch mache. Und die Einkaufsliste für die Dingensstation Genau, da. für die Trading Posts, da kann man ja. Manche Dinge kann man ja nicht finden, wie die Chilischoten oder die Wacholderbeeren oder das Kurkuma. Dann haben wir die ganzen Rezepte. Ja, das ist nicht so viel Ja, und so Neues. für Säfte und halt eben hier kochen. Genau. Und dann haben wir hier noch die. Ich kann euch noch das Menü ausmachen. Dann haben wir hier unser Lager. Das ist jetzt auch nochmal. Hier haben wir noch eine Zwischenwand eingezogen, dass das alles ein bisschen abgegrenzter ist.
Ein bisschen größer geworden, noch ein paar mehr Kisten. Genau. Ja, ein paar Bilder. Ein paar Bilder immer. Ja, so die ein hängen Deko immer rum. Genau. Dann haben wir hier unsere Überlebenstage, die Fundamentanzahl und das Buch, das wir nicht mehr brauchen. Ja. Ich glaube, damit haben wir alles im Erdgeschoss, oder? Ja. Ja, genau, die Schmelzer und dann auch die Tür halt eben. Genau, die beiden und der Mülleimer. Der Mülleimer ist das Wichtigste, ja. Ja. Dann hier der schöne Balkon mit den Tiki-Statuen. Hier war ja ursprünglich auch mal das hier Steuerdings, ne? Echt? Nee. Also wir hatten es ursprünglich mal gedacht, aber dann hat Tobi es einfach aufs Dach. Ja, genau, dann haben wir es auch da aufs Dach. Nee, dann war es so rum. Okay. Genau, und außerdem hängt hier die wichtigsten Signaltöne. Das finde ich immer noch am besten. Das fand ich immer noch am besten. Ja, definitiv. Jo. Was ist eigentlich in der Kiste drin? Ach, Kassetten. Warum ist hier ein Eisenerz drin? Ach, ich frag gar nicht erst. Welche random Leute das Zeug random ablegen. Genau, das ist der Flur, wie gehabt. So. Dann schauen, würde ich sagen, schauen wir uns mal. Hier ist der Trophäenraum, der leer ist. Es war mal ein Trophäenraum, das wird noch. Da, wo die Trophäen sind, dazu kommen wir dann später noch. Aber hier, das wird auch noch eingerichtet. Ja, dann irgendwie haben wir Esszimmer oder irgendwie haben wir hier cooles. Zum Beispiel ein großes Gemälde. Und Hannah, willst du anfangen? Ja, warum nicht? Also ich habe mal Gardinen hingehangen, weil Türen sind langweilig. Und dann habe ich hier ein Schild, dass man schön dagegen rennt, wenn man reinkommt. Naja. und ja, ich habe mir sehr, sehr viel aufgehangen, deswegen sieht es sehr, sehr unordentlich aus. Ich habe auch einen schönen Schreibtisch, eine schöne Couch und ein Bett und viele Bücher. Aber du hast mehr Tapeten, braucht man dazu Anna. Nicht. Anna, du hast Tapeten angebracht. Du bist die einzige Tapeten angebracht an die Wand. Die Wände angemalt. Okay. Tapeten sind sie. Ja, aber es sieht aber aus wie so Tapeten, die zerschlissen ja, sind einfach. Ja, das stimmt. Du könntest die Möbel noch anmalen. Auch wenn du mal Traumfänger Mobiles so. Ja, ich finde das Holz besser. So okay. Mit Dings. Überall. Zu viel Rot würde doof aussehen, ist, ja, aber, wenn ich da, aber wenn ich das Holz dann noch irgendwie anmale, sind das wieder zu viele verschiedene Farben. Ja. Stimmt schon. Hat eigentlich das die ist so ein bisschen einfach hier in Chaos halt eben. In Dings gemacht. Aber gut aussehendes Chaos. Genau, das ist mein Zimmer. Ich habe ein bisschen weniger aufgehangen. Das Gegenteil. Aber auch ein bisschen. Alles super aufgeräumt. Ja. Bisschen Kram hier noch mit. Hier die geangelten Schuhe, die kann man ja leider nicht anmalen. Habe ich mich auch mit hingestellt. Genau, die Pflanze da ist noch neu. Schönen Tisch mit. Den Robo, den könnten wir eigentlich auch mit zu den Trophäen stellen dann. Genauso wie den Captain Dingsbums, den wir von der einen Insel haben. Den Captain, genau. Den habe ich oben in den Gemeinschaftsraum gestellt. Okay. Der stand mich auch im Trophäen. Ja, dann nimm den Robo gleich mal mit. Genau, habe ich ein gemütliches Sofa mit einem Couchtisch hier, ein paar Bilder. Ja. Und natürlich der schöne Ausblick aufs, einmal hinten auf das andere Gebäude und links, nee, rechts ist das, in den, wie heißt das? Ihr wisst schon, Gewächshaus. Ins Gewächshaus. Aber vor allem, du hast da ein Bett hier und wachst auf und hörst du nur die ganzen Bienchen summen. Das Ding ist, die Bienchen, die kommen auch alle rein. Eieiei. Ja, gut. Aber ist schon cool, der Ausblick hier zu den Bienen. Ach genau, bei Hannah ist ja nämlich der Ausblick auch hier zu den Lamas. Ja. Ah, guck mal, unser Lichtkonzept funktioniert sogar, Tobi. Hä? So dunkel draußen. Oh ja, stimmt. Ist auch schön hell hier alles. Zieh die Lichter alle an. Ja, gehen wir in die Tasche. Flur hängen noch ein paar Pflanzen, aber sonst. Hier ist wie gewohnt die Badewanne. Die gute Badewanne aus Folge 4 oder so. Dann Rappis Zimmer, der hat sich hier auch schön eingerichtet. Und auf der Terrasse gibt es ja nicht viel draußen. Genau, auf eine. Wir wissen nicht, was mit diesem Brett los ist. Also es kann sein, dass es da sein soll. Es kann auch sein, dass es nicht da sein soll. Es wirkt aber ein bisschen fehlplatziert. Ja. Genau. Das Holz und da hat sie noch einen Bärenkopf aufgehangen. Petto der Bär. Ja. Ist aber auch ein schönes Zimmer, finde ich. Ja. Also dachte mir, das ist fast alles schwarz. Ist das ein gutes Zimmer? Ja. So. Und er hat im Gegensatz zu uns allen anderen Feuerholz. Ja, das stimmt. Genau, dann haben wir hier auch unsere Gemäldegalerie aus Verona Point, glaube ich. Dann noch mein Zimmer, ja. Oh Gott, denkst du, kommst du ins Gewächshaus?
Also mit dem Boden, das muss ich sagen, feiere ich nicht so. Also Autsch, da hinten, Kamin. Oh ja. Tisch mit Kerzenständer, dann hier meine Fenster mit den Vorhängen. Bettchen, Regal, ein Bild. Ja, eine Uhr. Seize the day. Ja, ach, und da gibt auch das Schiffsmobil, was ich so cool finde. Ja. Das sieht man, glaube ich, auch an deiner Mütze. Aber ich mag diese Kaminecke. Finde ich so geil, dass ich es so komme mit der Ecke. Ja. Weil ich auch überhaupt nicht die Zimmer zugeteilt habe oder so hier oben. Nee, gar nicht. Ja, gut. Gehen wir noch in die Etage hoch. Das ist aktuell der Gemeinschaftsraum. Kann man auch ein bisschen was reintun. Mhm. Auch noch ein Gemälde. Den Typen da sitzen. Da ist noch der Roboter. Klavierspielen kann man machen. Wir haben zwei Couches. Couches? Couches. Couches. Wir haben noch ein zweites Radio gekauft. Mal gucken, was wir damit machen. Ach, warte. Man merkt, ich kann kein Klavier spielen. Genau, dann haben wir hier noch ein Surfbrett aufgehangen, was man bei dem Trading Post gekauft hat. Ein angepriesenes Surfbrett, um noch zu sein. ja, stimmt. Deshalb war kein Surfer dabei. Genau, und hier gibt es auch noch die Toilette. Der wichtigste Raum ist Rafts. Warte. Wenn man drin ist, dann macht man natürlich einen Vorhang runter, damit man auch weiß, ah, okay, ist hier gerade jemand drin. Mit Ausblick. Oder die beste Ausblick von der Toilette mit, ne? Könnten wir eigentlich auch noch ein Fenster hinbauen. Nein, wobei der Messer ist von außen nicht mehr ordentlich aus. Richtig, aber die Toilette hat doch einen super Ausblick, muss ich sagen. Ja, definitiv. Du musst nur schauen, dass du dann nicht im... Im was? In der Decke festbackst, wenn du runter gehst. So eine Sache. Ja. So, dann geht's noch eine Etage hoch. Hier das Steuerdeck, was mal der höchste Punkt war. Mit Radar. Schön segeln, bemalt natürlich. Und die Feuerkörben an der Ecke als Lichtpunkte. Und dann ist hier so eine Brücke. Genau, die Brücke nutzen wir aber nicht. Nee. Wir gehen wieder das runter. Das wird lame, wenn wir die nutzen würden. Gibt viel cooleren Weg. Genau. Ach, hier ist der Ausrüstungsschrank noch. Der steht jetzt hier. Schränke sind teuer, deshalb haben wir jetzt nicht alles mit Schränken gemacht, aber einen Teil kann man ja mit Schränken machen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal hinten durch, so bei den Schmelzen. Durch die Geheimtür nach hinten. So, jetzt haben wir hier nämlich noch einen Turm gebaut. Meiner Ansicht nach könnte der auch kleiner sein, also dünner. Mhm. Aber Pascal meinte, nee, groß denken, groß handeln. Richtig, nicht kleckern, klotzen. Dann haben wir hier unsere Faltbrücke, mit der man rüberkommt. Übrigens, das Ding ist freischwimmend, das hängt wirklich nur dieser... an diesem kleinen Steg da oben. Also theoretisch könnten wir auch den Steg abbauen, das würde trotzdem mitfahren, aber... Ja. Ah, kurze Frage, Tobi. Wo ist eigentlich der riesige Hammerhai hin, der da hinten hat? Stimmt, der hängt dann nämlich auch nicht mehr, apropos Hai. Ja, genauso wie der Trophäenraum auch leer ist. Genau. Also wenn man jetzt hier nämlich nach oben guckt, dann sieht man... Uff! Da guckt ja was runter. Ja. Und man sieht auch in den Wänden noch andere Sachen hängen. Genau, einmal alle Kreaturenköpfe hier durch. Vom Bruce, der Haifisch, über Brunhilde, die Bären, Carla, Kreischer, Puffy, Pufferfisch, Eckbert, Eisbär, Bruno, Bär, ja. Alberto, Schweino, Alpha, der Mutierte, Brunhilde, Hyäne, genau. Und passend zu Carla Kreischer haben wir natürlich auch einen Karl Kreischer. Andi, der Anglerfisch. Ja. Ja, also einfach der Trophäenraum war zu klein, deswegen haben wir einfach gedacht, jo, einfach alles hier in diesen riesigen Leuchtturm reinhängen, weil da ist ein bisschen größer und ein bisschen würdiger vielleicht, als dass er in diesem kleinen Kap öfter hängt. Genau. Hier fehlt auch noch ein bisschen Einrichtung, muss ich sagen. Also da können wir nochmal gucken. Ja, das hier muss auch eingerichtet werden irgendwie, aber das ist die Spitze vom Leuchtturm. Boah, kann man sagen, ein sehr schönes Raft insgesamt, ne? Ja. Juh. Genau, wenn ihr irgendwelche Vorschläge noch habt, was man hier noch schöner machen könnte, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns dann auch final verabschieden von Raft. Hier vom Sendeplan auch, denn der Platz, der bleibt, der wird jetzt nicht wieder mit einem neuen Projekt gefüllt, sondern der bleibt jetzt erstmal frei.
Denn wir müssen nur so ein bisschen Wenn gucken. Ihr Hintergründe dazu wissen wollt, wieso, weshalb, warum, dann würden wir euch das letzte News und Neues empfehlen. Da haben wir alles diesbezüglich erklärt. Wenn ich das denke. Naja, gut. Na dann, noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Tschüss.